schönen Italien-Strandurlaub zusammen mit Cheap Cheeps. Okay, hey Leute, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Super Mario 3D Land. Auf dem Emulator. Wir werden sterben. Es gibt Poco Puffer. Ja, renn. Wenn man hier durchrennt, wird man eigentlich getroffen. Okay, die gehen kaputt. Ach, stimmt. Ist das, wo... Ja. Daran kann ich mich erinnern. Der trollt einen total, wenn man klein ist und das nicht weiß. Gut, immerhin kann ich mich anstellen. Jetzt sind doch diese blöden Checkpoint. Ich glaube nicht, dass hier ohne Grund eine Röhre ist. Die bringt uns bestimmt zuerst einen Star. Nicht die erste Star. Ah, doch. Oh, aber auch versteckt. Im Secret versteckt. Weg von den Bloopern. War das die... Das war die zweite. So, hier ist hinter dem... Wasserfall was? Das wusste ich rein zufällig. Nehme ich das. Ja. Also, ein Tanuki ist okay. Hier kann was sein, wenn man hier hoch und dann... Ja! Okay. Krass, was für... Wow! Was für Secrets dieses Spiel doch hat. Blöder Porco Puffer, echt. Yes, Porco Puffer. Uns fehlt die erste Star Coin. Um die kümmern wir uns jetzt direkt nochmal am Anfang. Und zu Beginn wieder ein Schluck Volvic-Wasser. Weil es überteuert ist und gut schmeckt. Neue Flasche, 100% recycelt, natürlich bio. Meine Heimat ist... Achso, die Flasche sagt. Hey, kennen wir uns nicht? Ich bin eine Flasche 100% aus wiederverwertbarem Material. Meine Heimat ist die Natur, die ich beschütze. Daher ist hier nichts mit Quelle leer trinken. Jedes Jahr gibt es nur maximal so viel Volvic, wie es natürlich reproduziert werden kann. Das finde ich ganz gut. Kannst du mir auch eine Starcoin holen? Nee, kann ich nicht. Ich bin eine Flasche. Das dachte ich mir. Okay. Warum habe ich voll das Gefühl... Nein, ich kann mich an dieses Starcoin nicht erinnern. Aber ich dachte jetzt so, weil dieser Steinblock hier so hoch ist, dass er hier wäre. Und dann habe ich halt hier hinten den Zaun gesehen und dann... Ja. Okay, ja, wir rennen einfach durch, weil das war vorher ganz gut. Einfach durchrennen. Ganz im Ernst, das Level ist noch einfacher, als wie das es aussieht. Da wird man getrollt. Dass man das nicht bekommt. Hier waren wir noch nicht auf dem Seil, weil wir sind hier wieder rausgekommen. Ja, und da oben war die andere Star, können wir jetzt nur noch rennen. Oh. Oh, da kommt direkt noch einer. Finde ich sehr spannend gemacht, das Level. Auch schöne Grafik im Hintergrund. Die Wolken sind ein bisschen verpixelt, das ist nicht so schlimm. Sie hat aber richtig tolles Design mit diesen Fischen, die von hinten in den Vordergrund springen und so. Man muss drüber springen, das ist klasse. Doch, das finde ich toll. Natürlich neben Wasser kommt direkt eine ausgetrocknete Wüste. Und Mario als Klempner bringt wieder das Wasser zurück, oder? Wie darf ich mir das jetzt vorstellen? Okay, es war keine Wüste, es ging... Gut, es ging um eine Pyramide, aber... Ach so. So hätte man es natürlich auch machen können. Ich will mal gegen so einen unten springen.
Nein, das ist sowas. Okay. Ich benutze den mal, der scheint. Man kann die wirklich kaputt machen. Gut, und da ist auch schon die zweite. Also das scheint ein kurzes... Er will zu sein. Mein... Nein! Geh doch wieder hoch! Das ist so unfair! Wenn man so oder so keine Ahnung hat. Ich finde jetzt hier meine Items. Dafür habe ich sie ja. Pam! Schade. Das kann... Das ist auch extrem mies. Oh, und dann catcht das einen noch so. Warum? 200er IQ-Move. Was passiert, wenn ich da drauf gehe? Komm ich dann... Oh, da ging es um ein Item. Na, ich will dann wieder hin. Aber nicht, wenn ich so... Nicht so doof anstellen. Ja, da muss man auch links irgendwie hinkommen, da. Also ich lasse jetzt Y mal gedrückt. Und dann... Vollgas! Das ist so unfair, wieso klappt denn das nicht? Vollgas! Das ist unfair. Ich brauche einen Tanuki. Ich brauche einen Tanuki. Einen Tanuki. Wo bekomme ich einen Tanuki her? Hierher! Und die Augen verändern sich. Schaut euch mal, schaut den mal auf die Augen. Boah, ich flippe aus, wenn ich jetzt hier sterbe. Wenn ich jetzt sterbe, dann sterbe ich. Das ist ein Pilz. Wenn ich jetzt sterbe, bin ich tot. Wenn ich jetzt sterbe, bin ich tot. Ich will darüber. Es ist mir doch egal. Okay, ich probiere es ein Stück früher zu springen, dass ich nicht an der Decke aufschlage. Und zwar jetzt! Das war richtig schlecht getrennt. Aber zurückspringen. Oh. Nintendo? Bitte? Nehmt mehr Ritalin und beruhigt euch. Und konzentriert euch darauf, was ihr macht. Und macht nicht irgendwelche... Oh. Was? Oh, ich dachte gerade, Zeit wäre aus. Instant Raster. Tja. Ich hab mein Zeug. Ich hab mir erstmal ein Stück Wolwig-Wasser verdient. Wahoo! Für diesen sagenumwobenen, unglaublich guten Sprung. Ihr versteht? Das ist ein Geisterhaus. Ich mag keine Geisterhäuser. Besonders das letzte nicht. Also ich mag sie schon, wenn man ein bisschen rätseln muss, aber... Wetten, das sind Musiknoten. Da ist die Starcoin! Wie random ist das denn? Oh nein, das ist... Irgendwas mit die Perspektive. Hier war gerade die Starcoin. Boah, wie betrügerisch. Boah, wie betrügerisch. Ich komme da nicht dran. Ich hab sie.
Nein! Nein, ich war da oben! Und jetzt kommt das Ende vom Level. Die Bücher haben eine echt schlechte Textur. Die Bücher haben eine echt gute Textur. Da ist die letzte Star! Da ist die letzte Star! Da ist sie! Da ist sie! Ich hab sie gerochen! Da ist die letzte Star! Warum bin ich zu dumm, darüber zu springen? Das Ganze? Hä? Weil die Wand ist. Ah. Hey, aber wo geht's denn jetzt raus? Ey, ich wette mit euch, es ist eine von denen da. Ey, das ist so verwirrend. Okay, es ist die ganz hinten. Oder halt hier irgendwo. Ich bin klein. Geh weg. Geh da. Aber wo ist der Ausgang aus dieser Hölle? Ich probiere es nochmal ganz rechts. Stimmt, da geht's doch nach hinten. Oh, bin ich dumm. Also, dass ich dumm bin, weiß ich ja. Aber dass ich solche einfachen Sachen nicht erkenne. Noch mehr. Ey, wenn ich jetzt sterbe, dann bin ich tot. Geh weg. Ich guck dich doch an. Ich guck dich an, ich guck dich an. Es ist so, das ist so... Wenn der Typ, der die Bank überfällt, gleichzeitig... Nee, wenn der Bankwärter ein Geist ist. Geld her oder ich guck dich an. Jetzt doch bestimmt noch was. Zeit. Immer wichtig. Vor allen Dingen in Geisterlevel. Immer mitnehmen. Nee, später erinnern. Ich start doch den Quatsch jetzt nicht nochmal neu. Bring mich nach da oben. Ich schmeiß den Controller aus dem Fenster gegen die Wand. Boah! Drecksspiel. Das hat nicht mal einen... Ja, super. Wo ist die Star-Kon? Ja, du blöd, mein Hammer, Alter. Ja, komm, ey. Nee. Wenn du klein bist, hast du ja null Chancen. Vor allen Dingen, wenn man so... dumm ist wie ich. Echt. Ja, komm her, Starcoin. Ja, wow. Alles von vorne. Alles. Hab ich schon das Wort alles erwähnt? Dass das Wort alles mit allem zu tun hat? Kommt hier hinten vorbei. Dann dieser Quatsch hier, der so ultra verwirrend ist. Geh halt darüber. Dadurch. Zurück. Ich bin so dumm. Ich bin so doof. Ich guck dich an. Ich bin so inkompetent. Ich guck dich an. Ich guck dich an. Ich renn zu. Geh weg, ich guck dich an. Geh weg, ich guck dich an. Geh weg. Geh weg, ich muss da durch. Woohoo!
Ja. Ha, wie lustig! Ich hasse dieses Spiel mittlerweile. Das ist absurd. Es ist einfach absurd. Wir sind in Welt 6 und das Spiel ist nur noch absurd. Das war's mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da. Nein, ich bin nicht müde. Ich weiß, dass ich das Spiel jetzt schon die ganze Zeit am Stück spiele. Ist mir aber egal. Lasst ein Like da. Sonst packe ich euch in dieses Geisterhaus. Und das ist mal hier. Hallo? Ja, trinken wir halt nochmal einen Schluck Volvic, bis das Video endet. Hallo? Ich weiß nicht, was los ist. Das irgendwie hat das Video nicht wirklich Lust zu enden. Hallo, würdest du jetzt...